Hier ist Ronja und wir spielen heute wieder Brookhaven. Und zwar gibt es ein neues Format, und zwar Brookhaven School. Das ist so ein kleines Mini-Roleplay-Projekt, wo wir an eine neue Schule ziehen. Und heute kommen wir an die neue Schule, unser erster Tag in der neuen Stadt. Fängt an. Und bevor wir mit dem Video anfangen, möchte ich nochmal sagen, ihr seht es bestimmt auch, wir haben neuen Merch. Die Izzy und ich haben zusammen endlich ein Design gemacht, haben uns hingesetzt. Und wir haben zwei Varianten, die sind relativ ähnlich, aber ein bisschen unterschiedlich. Das hier ist meine. Falls ihr da Interesse habt, das ist super limitiert. Also ich glaube, ab dem Zeitpunkt, also bei Izzy ist schon die Hälfte weg. Bei mir ist auch schon relativ viel weg. Das heißt, wenn ihr da noch welche möchtet, dann beeilt euch. Das ist eine limitierte Stückzahl. Und ihr kriegt Autogrammkarten dazu. Die sind von Izzy und mir beiden unterschrieben. Schaut unbedingt auf dem Link in der Beschreibung oder hier 3D-Supply/richtig-Ronja vorbei. Dann könnt ihr euch Merch holen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert auch gerne den Kanal. Dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Und dann würde ich sagen, let's go! Wir sind gleich hier. Bist du bereit für dein neues Leben? Ach, nee. Ich bin überhaupt nicht bereit für mein neues Leben. Ich habe keine Lust, in eine neue Stadt zu ziehen. Das ist doch alles blöd. Warum machen wir denn das? Tut mir leid, mein Schatz, aber wir haben darüber geredet. Nee, ich will nicht in eine neue Stadt ziehen, ganz ehrlich. Meine ganzen Freundinnen sind in der alten Stadt. Meine Schule ist in der alten Stadt. Mein Sport ist in der alten Stadt. Was soll ich denn hier machen? Ich habe überhaupt, vor allem niemand ist hier. Ich kenne hier keinen. Wir müssen wegen meiner Arbeit hierher ziehen. Ich weiß. Ich weiß, Mama, aber kannst du dir nicht in deiner alten Stadt eine Arbeit suchen? Kannst du dir nicht irgendwo anders eine Arbeit suchen? Viele Leute arbeiten von zu Hause aus. Warum geht das nicht? Komm schon, gib der neuen Stadt eine Chance. Können wir, wenn nicht der neuen Stadt eine Chance geben, aber einfach wieder zurückziehen danach, bitte? Ich habe tolle Sachen über Brookhaven gehört. Ich nicht. Was hast du denn Tolles über Brookhaven gehört? Ha? Was soll es denn hier geben? In der ganzen Stadt nichts. Was soll denn da sein? Oh ja, wir haben eine Stadt. Oh ja, wir haben vielleicht Häuser. Oder so. Wetten, wir haben nicht mal ein Haus? Wetten, wir wohnen irgendwo unter einer Brücke? Hier soll es eine tolle Schule geben? Okay. Ja, und was ist an meiner alten Schule? Nicht toll? Meine alte Schule war super. Da waren meine ganzen Freundinnen. Oh, ich glaube, wir sind angekommen. Dann auf. Okay, ich schätze mal, dann gehen wir wohl. Mann, ich hoffe, die Schule ist wenigstens ansatzweise nett. Ich hoffe, ich finde ansatzweise Freunde hier. Weil ansonsten sehe ich hier schwarz für. Okay, hier einmal aus dem Flughafen raus. Und... Hey, immerhin haben wir ein schickes Auto. Das ist ja auch mal was wert. Hier steht doch schon unser Auto. Komm. Alles klar, ich komme. Ich setze mich rein. Warte, ich komme auf den Beifahrersitz. Warte. Wir haben das hässliche braune. Och, Mann. Na toll. Okay, wir haben kein gutes Auto. Wir haben keine gute Stadt. Das kann ja toll ausgehen. Ich glaube... Ganz ehrlich, ich laufe hier weg. Ich ziehe hier aus. Ich ziehe alleine aus. Sobald ich 18 bin, dann ziehe ich wieder zurück in meine alte Stadt. Es sind nur noch ein paar Jahre. Ich meine, 3, 4 Jahre? Kannst du mich nicht hier halten? Okay, man kann sich ja vielleicht ein bisschen umgucken. Eine Rutsche sieht eigentlich ganz cool aus. Da kann ich tatsächlich gar nichts sagen. Wir haben eine Bank. Okay, das ist mir relativ egal. Ah, Mama, kannst du nicht Auto fahren? Oh mein Gott. Okay, das soll die Schule sein. Okay. Ich schätze mal, dann, ja, was ist das hier? Feuerwehr, Autoshop. Können wir uns wenigstens ein neues Auto kaufen? Irgendwas? Oh, es gibt Pferdeställe. Oh, vielleicht kann ich ja wieder Reitstunden nehmen. Okay, das ist vielleicht tatsächlich ganz cool, aber das sieht aus, als ob da einfach keiner ist. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch bedient sind, die Pferdeställe. Wie lange noch, dass wir nach Hause kommen? Mann, ich will nicht mehr Auto fahren. Ist das unser Haus? Willkommen in unserem neuen Zuhause. Okay, meinetwegen. Ich meine, ab dem Punkt kann man es eh nicht mehr ändern. Boah, okay. Mein altes Haus war schon größer. Was haben wir denn? Wir haben eine Küche. Hey, ich meine Kamin. Ein Kamin, mit einem Kamin kann man arbeiten. Schätze ich mal. Wir haben ein Sofa. Das war's dann aber auch wieder. Ich mach mal das Feuer an, vielleicht. Vielleicht ist es dann wenigstens ansatzweise gemütlich hier drin. Warum ist denn hier alles braun? Dein Zimmer ist hier oben. Okay. Ist das mein Zimmer? Oh, war das ist mein Zimmer? Ernsthaft? Oh. Okay. Mein Zimmer ist halt nicht hübsch. Aber, können wir umziehen? Können wir uns wenigstens eine schöne Wohnung mieten? Wir haben im Moment nicht so viel Geld. Du musst ein paar Abstriche machen. Aber du gewöhnst dich schon dran. Ich denke nicht, dass ich mich hier dran gewöhne, Mama. Ich habe nicht mal mehr meinen Computer. Was soll ich denn machen? Soll ich, wenn ich was, keine Ahnung, suchen will? Ich wollte mir hier vielleicht einen Job suchen.
Wo soll ich das machen? Am Handy oder was? Geh früh ins Bett. Morgen ist dein erster Tag in der neuen Schule. Okay. Das ist jetzt nicht so, als könnte ich hier groß was anderes machen. Dann danke, Mama. Dann gehe ich jetzt erstmal schlafen. Ich hoffe, ich finde neue Freunde hier. Das kann ja nicht... Ich hoffe, ich finde hier neue Freunde. Ich hätte... Oh, ich vermisse meine alte Freunde. Ich vermisse meine alte Stadt. Das ist doch alles blöd hier. Ronja, wach auf! Wie spät haben wir es? Hier ist überhaupt gar kein Zeitgefühl. Es ist doch noch stockduster draußen, als ob heute jetzt schon Schule anfängt. Der Bus kommt gleich. Beeil dich! Okay, Mama. Ich beeil mich. Okay, das ist mein Lieblings-T-Shirt. Das ist mein Lieblingsrock. Das ist mein Viel-Glück-Outfit, schätze ich mal. Mama? Hier hast du ein bisschen Geld fürs Mittagessen. Oh, danke schön, Mama. Dann kann ich mir vielleicht wenigstens was kaufen in der Schule von. Vielleicht, ich habe gehört, Cafeteria-Essen soll besser sein hier tatsächlich. In unserer alten Schule war das furchtbar. Da gab es immer nur so Frühlingsrollen und die waren labbrig. Die waren nie knusprig, die waren immer nur labbrig. Wer hat die denn gemacht? Vielleicht ist das hier besser. Wenn du sagst, du hast gute Sachen über die Schule gehört, Mama, dann glaube ich dir das. Vielleicht finde ich ja Freunde. Das kann ja sein. Viel Spaß heute, mein Schatz. Dankeschön. Ich mache mich gleich auf zum Bus. Du findest bestimmt ein paar tolle Freunde hier. Ich hoffe es. Ich meine, oh, das wäre so cool, neue Freunde zu finden. Okay, das ist die Schule. Oh mein Gott, es ist schon viel zu spät. Ich bin viel zu spät. Hey, weißt du, wo es zur Mathe geht? Hallo? Weißt du, wo es zur Mathe geht? Ich bin neu hier, ja? Oh, du redest mit mir? Ja, weißt du, wo hier der Matheunterricht ist? Ich bin neu hier in der Schule. Finde ich selbst zurecht, die Loser. Okay, sorry. Tut mir leid, aber ich brauche wirklich Hilfe. Ich kenne mich hier gar nicht aus. Irgendwie vielleicht eine Richtung? Unterer Stock? Oberer Stock? Ja, okay, jetzt telefoniert sie. Das ist ein bisschen unhöflich. Ich glaube, das mit den Leuten hier läuft noch nicht so gut. Lisa? Ach, wir haben in unserer Klasse ein neues Mädchen. Du hättest ihr Outfit sehen müssen. Ich habe mich extra ordentlich angezogen. Das sind meine Lieblingssachen. Das ist mein bestes Outfit. Oh, nee, das geht ja furchtbar los. Sieht aus, als hätte ihre Mami sie angezogen. Oh Mann! Okay, das kann nicht sein. Okay, Unterricht, Unterricht, Unterricht. Das muss hier oben sein. Hier sind die Toiletten. Was ist denn das hier? Das ist viel zu groß. Okay, hier ist irgendein Lernbereich. Hier ist die Cafeteria. Das ist nicht schlecht für später. Okay, das ist auf jeden Fall mein richtiges Buch. Okay, das bringt mir überhaupt nichts. Hier scheint Kunst zu sein. Das habe ich aber noch nicht, aber das ist gut zu wissen. Dann gehe ich hier hinten hin. Okay, Englisch. Englisch. Das ist nicht gut. Aber vielleicht ist es nicht immer die gleichen Klassenräume. Hier steht nämlich auch nichts Englisches an der Tafel. Ich glaube, das ist Türkisch oder so. Keine Ahnung. Okay, dann vielleicht hier hinten. Hier ist noch keiner. Warum ist denn hier keiner? Vielleicht ist das richtig blau. Okay, nee, das kann aber nicht richtig sein. Hier ist niemand. Hier ist abgesehen von mir ist niemand. Irgendwo muss ja jemand sein. Okay. Oh, da sitzt wer. Da sitzt wer. Hi! Ist das hier Mathe? Weißt du, ob das hier Mathe ist? Das hier ist kein Mathe. Entschuldigung. Muss ja nicht gleich so unhöflich sein. Kannst du nicht lesen? Da steht doch sogar Englisch. Oh, da steht tatsächlich Englisch. Da steht sogar Good Morning mittlerweile. Stand das vorhin auch schon da? Ich wette nicht. Okay, dann, tut mir leid. Dann suche ich vielleicht den richtigen... Ich glaube, ich gehe immer nach Hause. Alle sind so gemein zu mir hier. Wieso finde ich keine Freunde? Oh, es ist auch schon Nachmittag. Ich habe den ganzen Tag in der Schule rumgeirrt. Ich gehe nach Hause. Okay, endlich zu Hause. Hallo, Mama. Na, mein Liebling, wie war dein erster Tag? Mein erster Tag war furchtbar. Es ist alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können. Da habe ich mich in der Schule nicht zurechtgefunden. Dann habe ich, keine Ahnung, mit dem Mädchen vor der Schule geredet. Die wollte mir nicht den Raum zeigen. Dann hat die ihre Freundin angerufen und war voll gemein und hat gesagt, mein Outfit ist hässlich und dass ich das blöde neue Mädchen bin. Und dann bin ich in die Schule rein, habe aber meinen Raum nicht gefunden und dann war der andere Schüler da und der saß im Englischunterricht. Und dann hat der mich auch noch angemault und hat gesagt, das ist hier nicht Englisch, das ist Mathe. Und dann, es war alles doof. Ach was, das ist bestimmt alles gar nicht so schlimm. Doch, es ist alles so viel schlimmer, als ich mir vorgestellt habe. Ich werde niemals Freunde finden, aber nie.
Gib dem Mädchen doch eine zweite Chance. Wie soll ich dir denn eine zweite Chance geben? Selbst wenn ich befreundet sein wollen würde, würde sie nichts machen. Die war voll gemein zu mir. Die hat nicht mal gewusst, dass ich mit ihr rede. Ich habe die angesprochen. Es war sonst niemand da. Ich stand vor ihr. Wenn ich mich jetzt vor dich stelle, Mama, und ich sag, hallo, dann denkst du doch auch, ich rede mit dir. Ich habe dreimal gesagt, wo ist denn Mathe, wo ist Mathe, wo ist Mathe? Und sie hat nicht reagiert. Die denkt einfach, ich gehöre gar nicht dazu. Ich gehe dann mal in mein Zimmer. Ich habe echt keine Lust mehr auf Schule. Ich will morgen nicht in die Schule gehen. Kann ich nicht krank machen? Muss ich hier in die Schule gehen? Oh, warte mal. Ich habe vielleicht eine Idee. Okay. Ich wollte eh schauen, ob es irgendwo vielleicht Jobangebote gibt. Es kann ja nicht sein. Es gibt bestimmt irgendwas und dann kann ich Geld verdienen und dann kann ich mir ein Flugticket kaufen und dann fahre ich zurück in meine alte Stadt. Oh, der Eisladen hat was offen? Okay, Moment, da rufe ich kurz an. Hallo? Ich habe gehört, es gibt hier eine Stellenausschreibung im Eissalon. Ich würde mich da gerne drauf bewerben. Ich heiße Ronja, ich bin 16 Jahre alt, ich bin neu hergezogen. Ich gehe direkt nebenan auf die Brookhaven School. Eingestellt? Jetzt sofort? Wirklich? Aber ist es nicht schon viel zu spät? Ich soll die Nachtschicht machen? Alles klar. Ja, nein. Umso früher, desto besser. Ich kann sofort anfangen. Okay, ja, super. Dankeschön. Mama, ich habe einen neuen Job. Ich habe bei der Eisdiele angerufen und die haben gesagt, ich kann sofort anfangen. Ich darf, keine Ahnung. Ich kann mir Geld verdienen und ich kann mir ein Ticket kaufen und dann kann ich zurückfahren und meine Freunde besuchen. Oh, das klingt ja toll. Ja, ich weiß, ich freue mich auch voll. Das freut mich sehr für dich. Wann geht's los? Jetzt sofort. Ich laufe jetzt direkt rüber und dann kann ich anfangen. Die meinten, ich darf die Nachtschicht machen. Da suchen sie eh immer Leute und es ist auch noch nicht so spät. Es wird nur sehr spät, irgendwie sehr früh dunkel hier in der Stadt gefühlt. Dann viel Erfolg. Dankeschön, Mama. Wir sehen uns heute Abend. Okay, hier ist auch schon der Eisladen und jetzt kann ich hier arbeiten. Yay, das ist mein erster. Was ist denn hier hinten? Hier hinten ist ein sneaky Gang. Okay, das ist mein erster Job. Ich mache einen guten Job, dann kann ich Geld verdienen. Vielleicht werde ich befördert, dann verdiene ich noch mehr Geld. Und, okay, hier ist meine Kasse. Wir haben Mint-Chip, Bubblegum, Birthday-Cake, Vanille und Schoko-Eis. Okay, wir haben hier sind die Eisdinger. Hier ist alles. Okay, das kriege ich hin. Das kann nicht so schwer sein. Das ist ein Job, den kann ich gut machen. Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit auf Gäste. Oh, da ist sogar jemand. Oh, das ist das Mädchen. Hi, wie geht's dir? Och, nee. Was denn? Was möchtest du denn für Eis? Du arbeitest jetzt hier? Ja, hi, wir haben uns heute Morgen schon getroffen. Ich bin Ronja. Das war meine Lieblingseisdiele. Naja. Was möchtest du denn für Eis? Tut mir leid, schätze ich mal. Aber keine Ahnung, ist ja nicht so schlimm, dass ich hier arbeite. Dann gib mir mal eine Kugel Schoko. Okay, kommt sofort. Bitteschön. Und okay, hier ist dein Eis, bitteschön. Okay, das macht dann 1,99 €. Oh nein. Was ist denn? Ist alles in Ordnung? Wolltest du keine Schoko? Ah, das kann doch nicht sein. Hier muss doch... Oh, habe ich irgendwas falsch gemacht? Oh nein. Das ist mein erster Job. Ich will wirklich nicht gefeuert werden. Ist alles in Ordnung? Ich kann mein Geld nicht finden. Oh, das ist kein Problem. Das geht auf mich. Ich bezahle für dich. Oh, wirklich? Ja, klar. Wir sind ja Schulkameraden. Theoretisch ist kein Ding. Wenn ich jetzt hier arbeite, kann ich euch auf meinen Körper nehmen. Wow, danke. Das ist echt lieb von dir. Gerne doch. Vielleicht bist du doch ganz in Ordnung. Ja, jedes neue Mädchen freundet sich vielleicht doch noch mit mir an. Vielleicht ist noch nicht alles verloren. Ich heiße übrigens Taylor. Hi, Taylor. Okay, nee, das freut mich voll. Dann mach's gut. Wir sehen uns morgen in der Schule. Ich glaube, das läuft. Ich glaube, es ist noch nicht alles verloren. Vielleicht kann ich mich mit Taylor anfreunden. Ich glaube, das war es dann aber auch mit meiner Shift. Ich gehe mal wieder nach Hause. Ich kann meiner Mama davon erzählen. Die freut sich bestimmt voll für mich. Hallo, Mama. Mein erster Jobtag war super. Da war Taylor, das Mädchen, was mich in der Schule geärgert hat. Aber die hat sich ein Eis gekauft, hatte aber dann kein Geld dabei. Und dann habe ich das Eis für sie bezahlt. Und dann hat sie sich gefreut. Und dann hat sie mir einen Namen gesagt. Und hat gesagt, ich bin vielleicht doch nicht so übel. Und ich glaube, wir können uns doch noch anfreunden. Oh, echt? Ja, das läuft alles voll gut, oder? Siehst du, ich wusste, ihr zwei würdet euch noch verstehen.
Ich weiß, es ist... Oh, du hattest recht, Mama. Du kennst dich doch besser aus. Vielleicht habe ich echt nur der ganzen Sache noch eine Chance geben müssen. Und jetzt läuft alles doch besser. Ich freue mich schon morgen auf die Schule. Vielleicht kann ich noch mehr Freunde finden. Ich meine, vielleicht kann ich mich mit Lisa anfreunden. Ich bin stolz auf dich. Danke, Mama. Ich gehe dann mal in mein Zimmer und gehe, keine Ahnung, vielleicht noch Hausaufgaben machen, damit ich morgen vorbereitet bin. Okay, das war's dann aber mit dieser Folge Brookhaven School. Wenn es euch gefallen hat und ihr gerne mehr davon sehen möchtet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen hoch. Dann weiß ich nämlich, ob euch das gefällt oder nicht. Und genau, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Kanal. Und wenn ihr einen Kommentar schreibt und unter den ersten Leuten seid, dann habt ihr eine Chance, im nächsten Video als Top-Kommentar hinten eingeblendet zu werden. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.